Eine bewegte Woche war diese Kalenderwoche 10 im Jahr 2016. Sie hat mich zu allerlei Veranstaltungen geführt. Begonnen hat es mit dem Global Educators Exchange E2 in Budapest. Und danach ging es an die Uni Oldenburg, mobiles Lernen mit Tablets. Und hier bin ich gerade auf der Brücke auf dem Weg nach Neuss zur Veranstaltung Lernen im digitalen Wandel, Bildung 4.0 der Staatskanzlei des Landes NRW. Ich bin gespannt, was da heute passiert. Auf jeden Fall wird es eine großartige Veranstaltung mit mehr als 500 Besuchern, Experten aus allen Bereichen der Bildung werden. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat den Dialogprozess Lernen im digitalen Wandel gestartet. Ziel des Prozesses ist es, ein Leitbild für das Lernen im digitalen Wandel entlang der gesamten Bildungskette zu entwickeln. Gleich nach der Ankunft in der Stadthalle Neuss ging es direkt gut los mit einem offenen WLAN Bildung 4.0, genauso offen wie viele Gespräche und Leute, die man kennenlernte. Zum Beispiel Leckerwissen, die ein Video über Algorithmen produziert haben. Ja, und einen Platz in der ersten Reihe gleich neben der stellvertretenden Ministerpräsidentin und der Ministerin für Schule und Weiterbildung zu finden, war auch nicht gerade schlecht. Der Saal füllte sich rasch und dann konnte es auch schon losgehen. Eröffnet wurde der Kongress von der Ministerpräsidentin des Landes NRW, Hannelore Kraft, die unter anderem von den 4K des 21. Jahrhunderts sprach, den Medienpass als das moderne Seepferdchen bezeichnete und zu meiner Freude wurde von meiner Nachbarin auch fleißig getwittert. Ein schöner Tag schien es also zu werden. Wie wichtig dem Land NRW dieser Kongress ist, zeigte die Tatsache, dass das halbe Kabinett anwesend war. Nach einer Keynote von Professor Dr. Wolfgang Schuster, dem Vorsitzenden der Deutschen Telekom Stiftung und einem 10-Punkte-Plan für digitale Bildung, rüttelte Profsky mit seinem Impulsvortrag die Meute wach. Bei der sich anschließenden Podiumsdiskussion wurde das Thema Lernen im digitalen Wandel aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchtet. Moderiert wurde das Ganze von Dennis Horn. Und das Schönste daran, ich durfte auch mit dabei sein und das Ende der Kreidezeit in der Schule einläuten. Gleich nach der Mittagspause ging es mit 5 parallelen Workshops weiter. Zum Thema selbstbestimmtes Leben, frühkindliche Bildung, Schule und Weiterbildung, Hochschule 4.0 und schließlich Fachkräfteausbildung im digitalen Wandel. Ich selbst war im Workshop 3 Schule und Weiterbildung mit dabei, der von Jürgen Ertelt trefflich moderiert wurde. Zunächst wurden wir in einer Session über das Thema Schule nachhaltig entwickeln mit digitalen Medien informiert. Dann ging es um das Biobook NRW, aber vor allem diskutierten wir entlang der 10 Thesen, die zuvor im Online-Prozess und in den Fachgesprächen entwickelt worden waren. In jedem Workshop gab es auch eine kleine Diskussionsrunde hier bei uns zwischen Silvia Löhrmann, Professor Dr. Andreas Breiter, Wolfgang Faupel und Richard Heinen. Wichtigster Output für mich und hoffentlich auch für alle anderen Teilnehmer: Der digitale Wandel findet im Kopf und mit Herz statt. Viele schöne Veranstaltungen gab und gibt es schon in NRW, zum Beispiel der NRW Hackathon, wo ich zum Beispiel sagte, digitale Bildung braucht national neue Gesetze, IT-Ausstattung und andere Lehrpläne, aber vor allem eine offene Kommunikation aller Akteure auf Augenhöhe, eine Kollaboration, Zusammenarbeit und Kommunikation in digitalen Räumen. Dann klappt's. Anfang der Woche beim Global Educators Exchange in Budapest. Was war da los? Fast 300 Lehrer aus der ganzen Welt trafen sich zu einem 4-tägigen Austausch unter dem Motto Hack the Classroom. Dort konnte ich an einer Podiumsdiskussion zum Thema Minecraft im Unterricht teilnehmen, was sehr spannend und auch inspirierend für mich war, da hier viele Experten aus der Welt ihre Erfahrungen teilten. Und ein EdChat.de Special gab es zum Thema International Networking and Collaboration in Education. Das war eine tolle Erfahrung und auch lustig.
Im Gespräch mit Anthony Salcito ging es um das Lernen im 21. Jahrhundert. Ein sehr angenehmes und weitreichendes Gespräch. In meinem Team war ein Australier, eine Dänin und eine Slowenin und wir hackten den Classroom mit allerlei anderen Teams. Aus Deutschland waren insgesamt 7 Lehrende angereist und einer gewann sogar einen Preis mit seinem Team. Unfassbar! Wichtigster Aspekt: Technologie kann keinen Lehrer jemals ersetzen, aber einen guten noch besser machen. Mitte der Woche ging es dann nach Oldenburg an die Uni zum Molol 16, mobiles Lernen mit Tablets. Diese Veranstaltung war unmittelbar am Schulalltag angesiedelt, lieferte sehr viel Praxiseinblicke und vernetzte Top-Experten aus ganz Deutschland. Ich selbst hielt einen Vortrag über mein Tablet-Projekt und einen Vortrag zum Lernen mit Social Media im Unterricht und den 21st Century Skills. Ja, und um diese 21st Century Skills wird sich auch der nächste EdChat.de drehen. Kollaboration, Kommunikation, Kreativität und kritisches Denken. Passt doch super. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Lernen im digitalen Wandel. Bleiben Sie dran. Einfach mal machen. Try something new. Euer Tastenspieler André Spang.